Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial zum Landwirtschaftssimulator 22. Heute erkläre ich euch in einem kurzen Video, wie die Silage funktioniert. Ihr erfahrt, welche Fahrsilos es gibt, welche Geräte und Maschinen ihr braucht und was ihr mit der Silage machen könnt. Vorab möchte ich euch noch das GameStar Sonderheft zum LS22 empfehlen. Ich habe im Heft als Autor mitgewirkt und ihr findet dort zahlreiche weitere Guides und Tipps. Den Link zum Sonderheft findet ihr in der Beschreibung des Videos. Beginnen wir mit den Silos. Über das Baumenü im Reiter Gebäude und dort bei den Silos findet ihr die jeweiligen Fahrsilos. Es gibt für 25.000 Euro das kleine Fahrsilo mit 6 Metern Breite und 31 Metern Länge. Für 60.000 Euro erhaltet ihr das mittlere Fahrsilo mit 8 Metern Breite und 39 Metern Länge. Das 12 Meter breite und 28 Meter lange mittlere Fahrsilo erhaltet ihr für 65.000 Euro. Dieses könnt ihr nur von einer Seite befahren. Für 120.000 Euro erhaltet ihr das große Fahrsilo mit 12 Metern Breite und 58 Metern Länge. Das größte Fahrsilo erhaltet ihr für 140.000 Euro. Hier beträgt die Breite 25 Meter und die Länge 34 Meter. Auch das ist wie das mittlere Fahrsilo nur von einer Seite aus befahrbar. Gleiche Silos lassen sich auch miteinander verbinden. Das Snapping erfolgt hier automatisch beim Bau. Achtet beim Platzieren darauf, dass der Boden geebnet ist. Ansonsten wird der Boden angeglichen, was aber zu sehr steilen Hügeln führen kann. Falls ihr über ausreichend Geld verfügt, könnt ihr euch einen Großtraktor kaufen. Insbesondere zum Verdichten des Silos bietet sich eine PS-starke Maschine an. Beim Mähwerk habe ich mich für die Kombination von NovaCat 301 AMED Pro und A10 Crossflow entschieden, da der Crossflow über eine Schwadablage verfügt. Dadurch spart ihr euch den Kauf eines Schwaders. Zusammen erhaltet ihr die Kombination für 88.500 Euro im Shop. Ich habe mich für den Fendt 942 Vario entschieden, da er mit 415 PS ausreichend Power hat. Falls ihr dennoch einen Schwader verwenden wollt, empfehle ich euch den ZZ840H von Samasch mit einer Arbeitsbreite von 8,4 Metern. Ihr erhaltet ihn im Shop für 19.500 Euro. Das frisch gemähte Gras sammelt ihr dann mit einem Sammelwagen ein. Je nach Größe eurer Felder empfehle ich euch einen ausreichend großen Sammelwagen. Für 46.000 Euro erhaltet ihr etwa den Celon CFS 2501 DO von Strautmann mit einem Fassungsvermögen von 23 Kubikmetern. Der Sammelwagen verfügt außerdem über einen Siliermitteltank, wodurch der Silageertrag erhöht wird. Sammelt nun Gras ein und ladet es in eurem Fahrsilo ab. Auf einem Xbox-Controller drückt ihr dazu LB und RB und dann Y, um das Gras im Fahrsilo abzuladen. Damit ihr Silage herstellen könnt, muss das Gras im Fahrsilo verdichtet werden. Dazu bietet sich etwa der Silageverdichter Stego 485 Pro mit Zusatzgewicht von Holaras an. Ihr erhaltet den Silageverdichter im Shop mit Zusatzgewicht für 11.000 Euro. Um das Häckselgut im Fahrsilo zu verteilen, bietet sich ein Silageschild an. Etwa das MES 500 von Holaras für 7.500 Euro. Das Schild koppelt ihr vorne an den Traktor, den Silageverdichter hinten dran. Danach verdichtet ihr Häckselgut im Fahrsilo. Senkt das Schild und schiebt das Häckselgut so lange, bis es nicht mehr weitergeht. Danach hebt ihr das Schild wieder an und wiederholt den Vorgang. Sobald ihr zufrieden mit dem Aufschichten seid, koppelt ihr das Schild ab und verdichtet das Häckselgut, bis die Verdichtung 100% beträgt. Erst dann kann der Silagevorgang gestartet werden. Nach einiger Zeit, je nachdem ob ihr mit aktivierten Jahreszeiten spielt oder nicht, ist der Gärvorgang beendet und ihr könnt die Plane von der Silage entfernen. Bei den Aufnahmen für das Tutorial hatte ich die Jahreszeiten aktiviert. Dabei entsprach ein Tag im Spiel einen Monat. Nach einem Monat war der Gärungsprozess bei 80%. Nachdem die Silage fertig ist, verladet ihr sie mit dem passenden Anhänger, etwa dem Aperion 3401 von Strautmann für 90.500 Euro. Bei dem Anhänger könnt ihr die Seitenwände runterklappen, um die Silage einfacher zu verladen. Zum Verladen verwende ich einen Radlader, hier den Torion 1511 von Klaas für 180.500 Euro. Ausgestattet habe ich diesen mit einer Silagegabel von Albot für 10.500 Euro. Alternativ könnt ihr die Silage auch mit einem Ladewagen einsammeln. Allerdings ist das ziemlich umständlich und ich empfehle euch die Verwendung eines Radladers.
Verkaufen könnt ihr die Silage bei der Biogasanlage oder auf dem jeweiligen Viehmarkt der Karte. Falls das Entladen nicht klappt, versucht die Abkippseite zu ändern, zum Beispiel von hinten auf Kornschieber. Der Trigger bei der Entladestation ist sehr schmal und so kann es passieren, dass ihr beim Entladen aus dem Trigger gedrückt werdet. Im LS22 müsst ihr die BGA nicht besitzen und das Geld wird euch direkt beim Verkauf gutgeschrieben. Das war auch schon das Tutorial zur Grassilage im LS22. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Falls ihr keine Tutorials mehr zum LS22 verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Habt ihr Fragen oder Anregungen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.